So, liebe Freunde, damit hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Video auf YouTube. Und zwar bin ich in meinem letzten Stream gefragt worden, Schwabe, wie hast du es eigentlich geschafft, den Zell auf Level 2400 zu besiegen? Ich hab's dann im Stream gezeigt und ich dachte mir dann, da die Frage im letzten Stream und im heutigen Stream wieder aufgetaucht ist, möchte ich euch einfach auf YouTube nochmal zeigen, wie ich das damals im Stream gemacht habe. Es ist natürlich nicht super gut erklärt worden, da ich auf dem Stream eingegangen bin und auf den Chat eingegangen bin. Aber nach dem Stream-Ausschnitt möchte ich nochmal was dazu zeigen. Los geht's! Doch gewahrt unterliegst du, dann steh wieder auf. Wenn wir alle für die Freiheit stehen, gibt es keine Reue oder Grenzen. Tag für Tag mit voller Kraft los, vorwärts, fast geschafft, ja wir beben. Wenn du jetzt hier drauf gehst, dann siehst du Bonus für diese Charaktere. Das ist der rote Gohan, das ist der lilane Gohan und das ist der grüne Gohan. Die dann Bonus kriegen. Und mit diesen, wenn du die hast, kannst du mit denen auch ein Team aufbauen und gegen diesen Zell kämpfen, eben weil die den Bonus in diesem Kampf haben. Also wie gesagt, ich hatte den grünen Gohan im Team, habe ihn aber nicht mal benutzt. Also ich habe es wirklich nur rein mit Farb. Vorteil ausgespielt. Also wie gesagt, ich habe es mit dem Team gemacht. Ich kann es jetzt auch im Stream noch mal versuchen, ob ich es noch mal hinkriege. Ich bezweifle es aber. Aber komm, wir so kostet 3 Energie. Ja, scheißegal, wir versuchen es. Dem Storm zuliebe versuchen wir es jetzt einfach mal herauszufinden, ob ich es hinkriege. Und dann muss ich noch die restlichen Ziehungen machen. Beziehungsweise nein, wir haben ja gesagt, wir nehmen uns das für YouTube auf. So, und ich werde es jetzt genauso machen wie im letzten Kampf ohne den Sangohan, der zwar den Boost hat, aber ich versuche es nur mal mit den Roten. Ich fange immer 1000 Sachen an und habe dann schon vergessen, was wir eigentlich noch ursprünglich machen wollten. So, Cell installiert Dragon Ball Legends, obwohl sie zum Spiel eh keine Zeit hat, aber zum Lieblinge sammeln. Ja, auf geht's. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, ich habe auch tatsächlich Mini-Lags, ne? Das ist nicht so schön. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke. Im Stream ist mehr Hype. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses Mal gibt er mir richtig auf die Fresse. Genki Dama Power und so. Da guckt jemand Black Rabbit, kann das sein? Alter, 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 Alter. Ach, ich kann ja nicht mehr ausweichen, ich Idiot. Oha. Dann wäre es die Pan-Kenki-Dama-Power. Ja, siehste. Das stimmt allerdings.
spielt ihr eigentlich auch Dokkan? Dokkan ist zum Beispiel ein Spiel, ich weiß nicht warum, das interessiert mich so gar nicht. Also ich habe es versucht, aber das hat mich überhaupt nicht angemacht, ne? Also ich glaube, dieses Mal wird es an der Zeit scheitern. Was fehlt dir denn noch von Mass Effect 2? Beziehungsweise, was würdest du wollen? Das zeige ich euch gleich. Ach komm schon! Also jetzt ärgert er mich aber tierisch. So viel Pech hatte ich beim ersten Durchlauf nicht. Ach, ich mag euch. Also für die Aussage, ne, dass ihr Dokkan so langweilig und bescheuert findet wie ich, habt ihr gerade einen Bonusplatz in meinem Herzen bekommen, ganz ehrlich. Ich verstehe den Hype und dieses Spiel nicht. Nein! Oh Gott, oh Gott. Du Zigeuner. Und gib ihm. Wenn er jetzt wieder blockt, raste ich aus. Na bitte, geht doch. Ich guck gleich wieder auf den Chat, es ist gerade auch ein bisschen viel. Oh, diese Rising Rush machen aber auch kaum, ja, gut, 1,2, aber ne. Das war knapp. Kacke. Okay, Goku ist raus. Also Super Saiyan 3 Goku ist raus. Boah, das wird eng mit der Zeit. Und jetzt kann ich nicht mehr wechseln, das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Oh Gott. Okay, jetzt muss ich wechseln. Okay, dieses Mal wird es wahrscheinlich scheitern. Vermutlich mehr an der Zeit wie an allem anderen. Oh, das wird super knapp. Ha! Doch noch geschafft. Geil. Also, Storm, du hast gesehen, es geht. Es ist ein Kampf, aber es geht. So. Was schreibt der Chat denn so? Ich komme nicht hinterher. Cell hat installiert, genau. Okay, wir werden dann die Packs jetzt gleich noch ziehen. Dokkan ist ultra behindert, genau. Braucht Reaktion und Kämpfe, schnelles Handeln. So. Ach, kriegt man jedes Mal diesen... Okay, geil. Nicht Schach in einfach. KP, kann ich auch Fruit Ninja spielen? Habe ich auch ein paar Bälle, die platzen. Ja, das stimmt eigentlich. Oder hier so ein Spiel, wo man so Kugeln schießt und gleiche Farben zusammenbringen muss, so für Kinder. Ist so. Es ist einfach so. Wie viele Jahre muss man bei Broly Zorn die Quests machen, um dann auf Level 2000 zu bringen? Oh je. Lange. Da brauchst du viel Geduld. Ja, und wie ihr seht, liebe Freunde, ganz so schwer war es dann doch wieder nicht, wie ich es mir gedacht habe. Also, nochmal zum Zusammenschreiben. Entweder ihr versucht mit dem Farbvorteil, sprich mit drei roten Charakteren, die natürlich halbwegs vom Team geboostet werden. Und ja, spielt relativ souverän gegen den Cell, sprich versucht nicht so viel Schaden zu kriegen. Oder ihr packt wirklich ein Gohan-Team rein mit diesen vier Gohans, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe.
die halt einen unfassbaren Boost bekommen und geht halt richtig voll auf Damage drauf und haut dem Seil halt richtig eine mit. Müsst dann dort aber auch ebenfalls aufpassen, nicht so viel Schaden zu kassieren. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Damit sollte es dann relativ gut gehen. Ich habe es jetzt noch nicht in 100 Zeiteinheiten oder so geschafft. Das kommt dann wahrscheinlich, wenn ich es mal mit einem Gohan-Team versuche. Aber um die 1000 Zeitkristalle zu bekommen, ist wie gesagt auch drei rote Charaktere, drei starke rote Charaktere eine Variante. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare, über ein Abo, was auch immer. Schaut auch gerne auf Twitch dabei und ich sag wie immer Ade, war schön.